Sechstagerennen von Gent, eins der ältesten, traditionsreichsten, härtesten und meist umkämpftesten Bahnrennen dieser Erde. Wenn es gut läuft, ist Gent eine meiner Lieblingsbahnen. Wenn Gent überhaupt nicht läuft, kannst du Gent hassen, abschreiben und am besten ins Auto einsteigen und schnell am Sonntagabend wieder heimfahren. Wir sind heute hier in Gent beim Sechstagerennen mit mir unterwegs. Christian Grassmann, Maloja Pushbikers. Und ja, wir zeigen euch mal, wie das hier so aussieht. Und was man in Gent alles erleben kann. Gent ist zwar natürlich international bekannt, aufgrund des immensen Rufs. Wenn man sich alleine die Halle anschaut und hier reingeht, dann hab ich einfach immer Gänsehaut am Rücken. Und ich habe hier so viel gelitten. Ich habe hier so viele Champions gesehen, die hier rein und raus gingen. Wenn hier eine Einladung kommt von Christoph Sercu und von Rob, dann heißt es, hey, ja klar komme ich nach Gent. Das ist kein Thema. Also gehen wir aber ein bisschen zurück. Damals New York, Madison Square Garden, entstanden aus einer Tollerei. Wie lange kann man Fahrrad fahren? Und dann kam halt diese Ansage, ja, 6 Tage. Man hat es, glaube ich, zu Beginn alleine versucht. Gab es Versuche, ja. So kam dann der zweite Mann dazu und die haben sich die Klinke quasi in die Hand gegeben. Das heißt, daher stammt auch immer noch der Disziplinenname Madison fürs Zweier-Mannschaftsfahren. Der Madison-Wechsel ist immer noch das, wo per Schleudergriff der Teamfahrer quasi wieder ins Rennen reingeschmissen wird. Genau. Wir haben jetzt hier die Glocke und früher war da oben eine Rundenanzeige, ein grünes und ein rotes Licht. Und dann gab es 2 Phasen. Es gab die Rennphase und die neutralisierte Phase. In Pausenphasen war die Bahn frei. Ein Fahrer musste immer auf der Bahn sein. Der hatte eine Zeitung, einen Kaffee dabei. Also 24 Stunden Bahndienst. Und das wurde dann irgendwann geändert. Erklär mir ein Bahnrad. Stellen wir uns vor, wir haben ein Formel-1-Auto, das die ganze Zeit 300 fährt. So ist das Verhältnis im Straßenradsport zum Bahnradsport. Das heißt, wir versuchen alles auf Aerodynamik zu trimmen. Es muss alles steif sein. Es muss ein Mindestgewicht haben von 7,8 Kilo. 6,8 Kilo, UCI. Scheibenräder hinten, 5 Spokes vorne, Lenker tief, Sattel hoch. Alles Carbon? Alles Carbon, starrer Gang. Stimmt, wir haben keine Bremsen. Musst du wirklich schauen, dass du es hier triffst, unter der schwarzen, und dann einfach dich raustreiben lässt bis über Rot, weil sonst schaffst du es in der Geschwindigkeit einfach nicht, wieder unten reinzustechen und den kürzesten Weg zu fahren. Weißt du, musst bei über 70 km/h den Bereich unter Schwarz treffen. Das ist. Das ist sportlich. Einfach die Bahn ein bisschen zu erhöhen oder die Fahrbahn zu erhöhen und jetzt nicht auf der Optimallinie zu fahren, sondern du bist dann so schnell, weil du halt einfach bei 75 wirst du hier rauskommen, dann musst du versuchen, knapp die rote Linie zu knacken und dann wieder unterhalb dich reinfallen zu lassen. Reinfallen zu lassen, ja. Weil wenn du überhalb fahren würdest, passiert genau das, was dir in Bremen passiert ist. Du fliegst ab und kannst einfach die... Ich konnte es nicht halten. Nein, unmöglich. Geht nicht. Also selbst da ist es schon schwierig. Wie schaut für euch als 6-Tage-Fahrer der typische Tagesablauf aus? Also wir leben in australischer Zeit, sage ich jetzt mal ganz grob momentan. Jetzt, wenn du sagst, es ist 12:30, dann gehen die meisten jetzt gerade mal zum Frühstücken. Von daher, das ist hier alles perfekt organisiert. Meistens ist es so, dass die Betreuer dann ins Hotel kommen und da ein Zimmer haben, ihre Massagebank aufklappen und man da halt einfach in Ruhe nochmal Massage bekommt. Und, um die Beine wieder zu präparieren für den kommenden Abend. Wir sitzen hier gerade mitten im Innenraum. Hast du einfach hier drin eine 360-Grad-Bar. Und mein Bier. Nichtsdestotrotz ist das feierwütige Publikum auch sehr, sehr Radsport begeistert.
Jetzt hast du dieses Jahr eine komplett andere Wahrnehmung. Das erste Mal als Fan hier. Wie ist die Wahrnehmung als Sportler? Bekommt man mit, in was für einem Tollhaus man sich hier bewegt? Die sind hier völlig verrückt. Völlig. Man bekommt es mit. Aber du bist natürlich völlig im Tunnelblick. Als Fahrer habt ihr als Rückzugsort diese Kabinen, wo ihr quasi auf zweimal einem halben Meter versucht, euch zwischen den Rennen ja, zu sammeln. Wie ist es da, sich irgendwie darin so zurechtzufinden? Ja, das ist Anpassung. Es war schon immer so, das wird immer so sein, dass du so nah am Publikum bist. Du hast einen Pfleger, der kümmert sich um alles. Wie viel Prozent am Erfolg ist euer Pfleger, euer Sonnier beteiligt? Über die Jahre gesehen, glaube ich, habe ich den besten Pfleger gehabt, den man sich vorstellen kann, weil das Vertrauensverhältnis einfach da sein muss. Ich bin seit 15 Jahren jetzt bei Illy. Wir haben teilweise 10 Rennen in der Saison zusammen gemacht und da sieht man sich halt einfach täglich und das muss einfach passen und die Chemie muss passen. Absolutes Vertrauensverhältnis. Ja, wir haben gerade den Bahnwart getroffen, der gerade die Spuren von einem Sturz gestern beseitigen muss und er zeigt uns jetzt mal ganz exklusiv, wie es unterhalb der Bahn aussieht. Wow, crazy. And you need to know, the wood over here is about, I think, 6 centimeters thickness, yeah? And when you see it the best, when you have the vol over there, and there you can, the people hear it when the Dernies pass. The Dernies pass, and you see, but you can also see the wood come over that. Really? Yeah, but because of the pressure. People need to realize how much G forces that come on the wood. Eh? Die Atmosphäre dieses Jahr in Gent war wie jedes Jahr völlig ausgelassen. Die Innenaußensicht ist gleich in der Weise, dass man einfach nur völlig verrückte, radsportbegeisterte Leute sieht. Die Leute gehen einfach hin, weil sie Spaß haben wollen. Ich denke, je mehr die Jungs auf der Bahn kämpfen und Maximalzeiten rausholen, desto begeisterter ist das Publikum am Ende der Nacht. Ja, hinter uns wird gerade der Saal geräumt. Es war eine Mordsgaudi heute. Wir haben, glaube ich, jetzt nur noch einen Job. Das heißt, wir müssen zu Ilios Papa in den Carper, 200 Meter down the road. Und das war unser Job. Und ich hoffe, ihr hattet mega Spaß. Wir hatten auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, ja, quasi. Es war mir eine Ehre. War super cool. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da.